Wenn der Darmkrebs frühzeitig erkannt wird, dann sind die Heilungschancen wirklich sehr gut. Darmkrebs ist auf alle Fälle gefährlich. Ich meine, es ist ein Krebs und jeder Krebs führt unbehandelt zum Tod. Das haben wir mal als allererste Grundlage. Das Problem beim Darmkrebs ist auf der einen Seite, dass bis er richtig Symptome macht, also Bauchschmerzen, Darmverschluss, ist normalerweise der Darmkrebs schon relativ weit fortgeschritten. Auf der anderen Seite, wenn man ihn frühzeitig erwischt, der Darmkrebs entwickelt sich normalerweise aus sogenannten Polypen, das sind kleine Vorwölbungen innerhalb des Darmes, die sogar endoskopisch abgetragen werden können und damit hat sich das Problem erledigt. Deswegen ist es unheimlich wichtig, auch ohne Symptome die Vorsorge durchzuführen, so wie sie vorgeschrieben ist. Vor allem, wenn es in der Familie Patienten mit Darmkrebs gibt, sollte sich jeder eine Darmspiegelung unterziehen. Die Behandlung vom Darmkrebs hat sehr verschiedene Möglichkeiten. Das hängt davon ab, wie weit der Darmkrebs fortgeschritten ist. Das geht von einer endoskopischen Behandlung, wenn es ein ganz kleiner Krebs ist, der ganz oberflächlich ist und in derselben Darmspiegelung abgetragen werden kann. Danach, wenn er endoskopisch nicht mehr behandelbar ist, dann ist eine chirurgische Behandlung notwendig. Die wird heutzutage üblicherweise minimalinvasiv, das heißt über Laparoskopie oder robotische Chirurgie durchgeführt. Und dann ist natürlich je nachdem manchmal eine Chemotherapie oder beim Enddarmkrebs auch eine Strahlentherapie notwendig, aber das hängt letztlich dann vom Einzelfall ab. Insgesamt ist der Darmkrebs, klingt komisch, ein dankbarer Krebs, weil wenn er frühzeitig entdeckt wird, ist es sehr gut möglich, den Patienten komplett zu heilen. Ja? Im ersten Stadium sind die Heilungschancen, also das Überleben auf 5 Jahre, über 90%. Das können sehr wenige andere Krebsarten für sich in Anspruch nehmen.